Hallo, draußen ist gutes Wetter und das heißt, dass bei uns gleich der Grill angeschmissen wird. Heute möchte ich dir meine Lieblingsgemüsespieße für auf den Grill zeigen, und zwar Feta-Zucchini-Spieße. Für die Spieße brauchst du ein Päckchen Feta, eine Zucchini, 6 Esslöffel Öl, da nehme ich am liebsten 3 Esslöffel Sonnenblumenöl und 3 Esslöffel Olivenöl. Und dann brauchst du noch Gewürze. Da habe ich einen gestrichenen Teelöffel Salz, einen gestrichenen Teelöffel Pfeffer und dann kannst du eigentlich noch Gewürze deiner Wahl, welche du am liebsten magst, noch reintun. Bei mir ist es getrocknete Petersilie, Paprika und etwas Oregano. Ich würde sagen, wir legen direkt los. An Material legst du dir am besten schon einen Pinsel, um nachher die Marinade aufzutragen zur Seite, Spieße, einen Sparschäler und ein Messer. An den Spießen habe ich Edelstahlspieße, aber da gehen auch ganz gut so Holzspieße, also einfach Schachlikspieße. So, als erstes schneidest du jetzt erstmal von der Zucchini oben und unten das ab. Dann wird die geschält und dann erzähle ich gleich weiter. Nachdem die Zucchini geschält ist, schneiden wir jetzt ganz, ganz dünne Scheiben aus der Zucchini. Das mache ich einfach mit dem Sparschäler, indem ich den dann darüber ziehe. Nach der Hälfte drehe ich die Zucchini auch ganz gerne mal um, weil dann hat man wieder einen besseren Halt beim Schneiden. Bleibt da meistens noch etwas von der Zucchini übrig. Das wirfst du aber nicht weg, sondern kannst du einfach gleich auch mit Öl einstreichen und dann so mit auf den Grill legen. Schmeckt auch richtig gut. Den Feta habe ich mir schon Stücke geschnitten. Ich habe den jetzt in 16 Stücke geschnitten und werde jetzt die Zucchini darum wickeln. Und das kommt jetzt auf den Spieß. Da achte ich einfach drauf, dass das Ende schön geschlossen ist, also dass ich hier am Ende von der Zucchini reinpiekse. Und ich achte auch noch darauf, dass der Feta nach rechts und links liegt, dass die Zucchini halt so auf dem Boden liegt, wenn ich das aufpiekse. Und das wiederhole ich jetzt mit allen. Und jetzt werden die Spieße noch mit dem Öl eingestrichen und mit den Gewürzen. Das gibt nochmal den richtig leckeren Geschmack. Dafür einfach die Gewürze zum Öl geben und dann mit dem Pinsel die Spieße bepinseln. Und die Spieße auch wirklich von allen vier Seiten bepinseln. Du könntest zum Beispiel auch noch etwas Zitronensaft in die Marinade geben. Das macht die Spieße etwas säuerlich und schmeckt auch richtig gut. Und jetzt müssen die Spieße von jeder Seite auf dem Grill nochmal angebraten werden. Wenn du die auf dem Grill machst, leg dir am besten etwas unter. Also zum Beispiel eine Edelstahlschale oder etwas Alu tut's auch, denn ansonsten würden die in den Rillen teilweise verschwinden. Falls du die nicht grillen möchtest, kann man die auch super in der Pfanne machen. Da musst du halt nur darauf achten, dass die Spieße nicht länger als deine Pfanne sind. Und gleich zeige ich dir dann das Ergebnis. Und so sehen dann die leckeren Zucchini-Feta-Päckchen aus, wenn die vom Grill kommen. Ich mag das am liebsten, wenn die noch etwas hell sind. Also ich achte nur darauf, dass die Zucchini dann schön glasig ist, also dass die durch ist. Denn ich mag es ehrlich gesagt nicht so gerne, wenn Gemüse auf dem Grill richtig braun ist. Ah, ich kann dir noch mal einen Tipp geben, was richtig lecker ist, vor allem als Nachtisch, wenn du Ananas grillst, also ein Obstspieß, der ist auch super lecker. Oder Champignons mag ich auch total gerne und Brokkoli. Also ich decke auch wie oft Brokkoli auf Spieße, gar den zwar etwas vor und bepinsel den dann mit der gleichen Marinade, gib einen Spritzer von einer Zitrone hinzu und das ist einfach unwiderstehlich gut. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Schau doch gerne mal auf meinem Blog oder bei mir auf Instagram vorbei. Da findest du auch noch ganz viele weitere Rezepte. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.